Lieber François, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, freut mich, Olivia, dass du da bist auch zu dieser Zeit. Ist alles perfekt, glaube ich. Wir haben ja ganz spezielle Sachen heute, die wir präsentieren möchten, aber fang bitte an. Genau, wir sind am Ende des Monats. Das heißt, wir machen unser monatliches Rebalancing. Drei Aktien kommen rein in das BX-Musterportfolio und drei Aktien kommen raus. Schauen wir uns die Aktien an, die neu reinkommen und die du für uns ausgesucht hast. Wir starten mit der Halbleiterbranche. Richtig, und es Ja? geht um Micron Technology, nicht so bekannt wie AMD, nicht so bekannt wie Nvidia, aber die Firma ist speziell. Warum? Sie ist ganz stark bei den Flash-Speicherchips, das ist etwas ganz Verrücktes, und man nützt für die höhere Technologie im Bereich der Chips, und das macht diese Aktie wirklich spannend. Und wie hat die Aktie in der Vergangenheit performt? Ja, in der Vergangenheit war das relativ schon gut. Ich gehe mal kurz die letzten 12 Monate plus 76,2 versus 27,7 über ein Jahr. Und über 5 Jahre ist es viel extremer noch, nämlich plus 303 versus 106,2 für den amerikanischen Index. Okay, schauen wir uns die Zahlen noch mal genauer an. Du bringst uns noch mehr Zahlen mit. Richtig, aber ich Ja. fange immer ganz wichtig, liebe Olive, ist natürlich die sogenannte Davidshare. Und die Davidshare ist bei dieser Aktie, läuft sie absolut perfekt. Warum? Marktkapitalisierung ist bei 143 Milliarden US-Dollar, das ist relativ hoch. Wir haben fast keinen europäischen Chip-Hersteller, der diese Größenordnung hat. In Amerika ist das ein mittlerer Wert von der Größenordnung, wenn das vergleicht mit Nvidia, aber die Zahlen, die überzeugen auf der ganzen Linie. Der Umsatz lag im 2021 bei 27,7 Milliarden US-Dollar und sollte raufgehen auf 40,1. Das ist der erste Teil der Davidshare, das heißt, der Umsatz steigt an. Der zweite Teil der Davidshare, der richtig spannend wird für uns, ist die Umsatzrendite. Die geht rauf von 27,67 auf 33,21. Und der dritte Punkt, logischerweise, das EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, geht nach oben von 7,66 Milliarden auf satte 13,33. Das heißt, Milliarden nur so. Das heißt, wir haben hier die perfekte Aktie der Davidshare, weil ich sage es nochmal: Umsatzsteigerung, Umsatzrendite nach oben und zum Schlusspunkt das Sahnehäubchen, um die perfekte Davidshare abzuschließen. Die Dividende geht rauf von 0,1 US-Dollar pro Aktie auf 0,514. Absolut positive Aussichten sozusagen. Richtig kann man sagen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt auf die Zukunft schaut, müssen wir sagen, Micron Technology ist ein absoluter Weltmarktleader bei den Flash-Speicherchips. Das muss man sagen. Anderen Sachen ist natürlich Nvidia unschlagbar und AMD. Aber hier hat Micron Technology eine Marktlücke gefunden, kann sie ausbauen, auch dank diesem starken Forschungsansatz, den sie seit Jahren betreiben. Ja, wunderbar. Also eine Aktie, die wir aufnehmen ins Portfolio und die nächsten Wochen weiterhin mit Spannung beobachten werden. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir davon ausgehen, dass dieser Sektor nochmals richtig anziehen wird. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass in dem dritten Teil, also im dritten Quartal 2024, erstmals die Amerikaner wieder die Zinsen runternehmen. Und das heißt, dass die Bewertung wieder noch viel interessanter wird bei einem Unternehmen, das auf dem steigenden Axis heißt, mehr Umsatzrendite. Das heißt, wir haben hier eine perfekte Aktie, die sollte noch in den kommenden Jahren massiv ansteigen. Ja, also es bleibt spannend. Ich hoffe es Ja, wenigstens. gut, und wir bleiben also jetzt im Technologiesektor, denn auch die zweite Aktie sind wir jetzt eher im Hardware-Bereich, würde ich sagen. Du nimmst als zweite Aktie ins Musterportfolio Dell Technology aus. Ja, Dell Technologies ist ein alter Bekannter von uns allen, wo wir das erste Mal die Computer in unseren Heimstudien hatten. Das heißt, wir haben hier Top-Qualität gekauft zu einem relativ günstigen Preis. Dell Technology hat überlebt im Gegensatz zu anderen Anbietern. Und was man einfach sagen muss, die Marktkapitalisierung ist relativ hoch, 114 Milliarden US-Dollar. Aber wir sprechen hier von Umsatzzahlen, die absolut verrückt sind. Nämlich im 2022 lag diese Zahl bei 101,2 Milliarden US-Dollar und sollte raufgehen auf 106,28. Was spannend macht diese Aktie, ist der andere Punkt, nämlich die Umsatzrendite, die steigt an von 7,69% auf 9,73%. Und das bedeutet, dass der EBIT richtiggehend explodiert, nämlich von 7,78 Milliarden US-Dollar auf 10,39. Und die abschließende Frage ist natürlich immer die Dividende, die geht rauf von 1,32 US-Dollar auf 1,98. Das ist eine absolut spannende Aktie,
Aber man muss sagen, das Geschäftsmodell ist natürlich nicht so attraktiv und spannend, wie wir das gesehen haben bei Micron Technologies. Da sprechen wir eher von Hardware für den Heimgebrauch. Und jetzt natürlich die neue Tendenz bei Tel Technology, dass jetzt auch Unternehmen aus dem Mid- und Small-Cap-Bereich auf die Technologie und die Produkte von Dell setzen, weil sie sehen, dass hier die Hardware-Komponente einiges besser ist wie in der Vergangenheit zu einem relativ günstigen und interessanten Preis. Schauen wir nochmal die Zahlen aus der Vergangenheit an. Wie hat sich denn die Performance entwickelt? Also man muss ganz offen sagen, absolut verrückt. Und ich sage immer wieder, lieber Olivia, eigentlich hätten wir alle auf diese Idee kommen sollen und diese Aktie schon früher im Musterportfolio haben sollten. Aber ich sagte, was ist das Problem? Das Problem war, dass die Umsatzrendite damals viel zu tief war für unser Musterportfolio. Erst, dass wir jetzt die Annahme haben, dass in 2026 wir 9,73 Umsatzrendite erzielen können, hat uns entschlossen, diese Aktie ins Portfolio reinzunehmen. Vorweggenommen, die Performance ist absolut verrückt. Warum? Über die letzten 5 Jahre plus 503% versus 106% für den Index und über ein Jahr fast schon absolut phänomenal, plus 237,2 versus 27,7. Da können wir fast schon sagen, es ist fast wie Dell. Und als ich sage, Dell ist fast so gut wie Nvidia, muss ich sagen. Aber Dell ist in meinen Augen natürlich auch günstiger vom PI wie Nvidia. Das heißt, wir haben weniger Schwankungen nach unten, werden wir haben bei Dell wie Nvidia. Und darum passt diese Aktie absolut perfekt ins BX-Musterportfolio, weil wir sind ja nicht in dem Sinn Traders, sondern wir sind langfristige Investoren, die hoffen, dass wir permanente, signifikante Kurssteigerungen erzielen können durch unsere Aktienselektion. Okay, vielen lieben Dank, François. Und gibt es noch Konkurrenz zu beachten in dem Bereich? Ja, es gibt natürlich in jeden Ecken gibt es ja die Konkurrenz, das muss man ganz offen sagen. HP ist ein Konkurrent, IBM ist ein Konkurrent. Es hat viele Konkurrenten, aber man muss einfach sagen, dass Dell Technologies seit Jahrzehnten dieses Geschäft perfekt beherrscht und jetzt neuerdings einfach von diesen höheren Preissegment vorstoßt und hofft jetzt nochmal zusätzliche Marktanteile zu gewinnen, mit der Tendenz, dass auch die Umsatzrendite auf den neu verkauften Produkten höher ist, wie die Produkte, die tiefer margig waren und weniger komplex waren, ins Sortiment kommen. Das heißt, wir haben hier eine Adaption an den Markt aufgrund der guten Produkte, die Dell hat, dass die Leute jetzt mit Dell hinaufsteigen in Sachen Komplexität und natürlich der Anwendungskraft dieser Produkte. Und das macht dieses Papier richtig spannend für die Zukunft. Ist ja wunderbar. Wir freuen uns und schauen natürlich die nächsten Wochen auf die Entwicklung dieser Aktie. Gut, verlassen wir den Hardware- und Softwarebereich und gehen wir in einen ganz anderen Sektor, und zwar in den Automobilsektor, ganz genau gesagt in den Luxussportwagenbereich. Welche Aktie hast du uns da mitgebracht? Also ich sage, das ist die mystischste Aktie, die es gibt überhaupt. Ich sage, das ist eine Aktie, die von jeder träumt und es ist spannend, das ist Ferrari. Man muss aber sagen, es ist nicht nur Träumen, es ist Realität. Warum? Ferrari hat absolut tolle Produkte momentan unterwegs. Und man muss einfach sagen, dass die Qualität der Ferrari-Produkte massiv sich gesteigert hat. Und wir haben nicht nur Kult, sondern neuerdings auch Qualität, wie wir das von deutschen Autowerken kennen. Das heißt, wir haben hier jetzt die Kombination von einem Kultprodukt mit einem Qualitätsanspruch, den wir in der Vergangenheit in dieser Form nicht gesehen haben. Und das macht die Ferrari-Aktie richtig spannend, weil auch die Zahlen absolut fantastisch sind. Natürlich nicht in dieser Größenordnung, die wir sie kennen von Dell und von Micron Technologies, aber wir kommen vielleicht zu den Zahlen, um das genauer zu erklären, was ich damit meine. Also die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist bei 69 Milliarden Euro, das sind wir schon mal 2 Stufen tiefer. Der Umsatz lag im 2021 bei 4,2. Du siehst, das ist massiv tiefer. Und das sollte raufgehen auf 7,49. Da heißt jetzt den ersten Teil der Davidshare, der fast explosionsartig angestiegen ist. Es ist kein Technologiewert. Es ist Hardware mit Qualität und Kult. Das heißt, du hast 3 Komponenten, die wir hier in dieser Aktie vereinigt haben. Die Umsatzrendite steigt an von 25,17 auf 29,56%. Wenn du das vergleichst mit einem deutschen Hersteller oder einem französischen, hast du nicht diese Umsatzrenditen. Du hast hier diesen Kultpreis, den du hast. Darum kannst du auch diese Umsatzrenditen erzielen, weil das Produkt hat einen erhöhten Preis gegenüber einem normalen Auto, das wir kennen in der Straße, die wir sehen. Das heißt, Ferrari hat natürlich einen sogenannten
Luxusstempel drauf, aber die Qualität des Autos ist absolut famos. Das EBIT geht dann rauf von 1,07 Milliarden Euro auf 2,21. Das ist mehr als eine Verdopplung. Und dann die Dividende, das macht unserem lieben David richtig Freude. Da wird er sagen, das ist gut, die Dividende geht nämlich rauf von 1,362 Euro pro Aktie auf 3,32. Das ist mehr als eine Verdopplung, das ist eigentlich absolut famos. Das heißt, wir haben hier eine Aktie, die sich relativ stark um die Aktionäre kümmert und richtig ausschüttet. Das heißt, wir sagen eine Ausschüttungsquote, die absolut phänomenal ist. Also nicht minimal, sondern phänomenal. Und wenn du über 140% mehr Ausschüttungsquote hast, bei einem Gewinn, der vielleicht 80-85% nach oben geht, in der gleichen Zeitperiode musst du einfach sagen, das ist absolut stark, das ist ein Zeichen an die Aktionäre, hier, wir sind da für euch und das macht diese Aktie noch viel attraktiver, als wir uns das je überhaupt vorstellen konnten. Also ein würdiger Kandidat für unser BX-Musterportfolio. Ja, und ich sage, liebe Olivia, nochmals, das sage ich immer unseren Zuschauern, wir haben 40.000 Aktien in unserer Box und wir schauen wirklich die 22 Top-Werte raus. Es ist natürlich auch viel knallhart, wenn wir sehen, dass ein Titel nicht mehr das verspricht, was er einst versprochen hat. Und wir sehen, dass die Tendenz nach unten kippt in Sachen Umsatzrendite. Dann sagen wir ganz offen gesagt, das wollen wir nicht mehr. Und wir holen mehr Pferdestärken rein und das haben wir mit Ferrari gemacht. Die letzte Frage, die du immer stellst, die Performance, genau. die ist rauf von um 44% in US-Dollar, weil ich habe die US-Dollar-Aktie genommen, versus 27,7% und über 5 Jahre plus 202,9 versus 106,2. Das heißt, wir haben hier auch an diesem Titel eine absolute maximale Performance gegenüber dem Index. Und ich sage es immer wieder, was wichtig ist bei uns, bei unserer Show ist, dass unser Ziel ist, immer den Index zu schlagen, was ja niemand sonst schafft. Das ist unser Ziel, dass wir mit unseren 22 Autos, die wir am Start haben, also Rennautos, diese Ferrari-Rennautos, dass wir mit diesen 22 Aktien, sprich Autos, schnellen Autos, am Aktienmarkt richtig durchstarten können. Und darum sind wir auch sehr beachtsam, was wir als Titel nehmen. Das heißt, wir nehmen nicht einfach die normalen Standardwerte, wie sie in der Schweiz wir kennen, Novartis, Roche oder UBS, sondern wir brauchen mehr Performance, um die mehr Rendite gegenüber dem Index über längere Frist zu erzielen. Genau, so ist das. Aber ich hätte doch noch eine Frage zu Ferrari. Ja, sicher, das also, darfst du immer fragen. Dankeschön. Wie sind denn die Zukunftsaussichten? Also gerade wenn wir jetzt im Automobilsektor sind, die Themen wie E-Mobilität spielen ja eine große Rolle, bei Ferrari jetzt nicht. Aber wie verhält sich das im Kontext? Also ich muss dich da einmal korrigieren, ja. Liebe Olivia. Ah. Ferrari ist dran, ein E-Auto zu bauen. Und das ist ganz klar, weil das will man. Aus speziellen Gründen. Das heißt, man ist dabei mit diesen E-Autos und man hat gehört, ich habe mich erkundigt schon vorgängig, ohne dass ich deine Frage wusste, dass im Jahre 2025 das erste Ferrari E-Mobil kommt. Und ich nehme an, dass dann ein Lautsprecher hinten dran beim Auto liegt, um diesen Ferrari-Sound noch weiterhin zu haben, weil die Leute können sich ja nicht vorstellen, Ferrari ohne den Ferrari-Sound. Und das macht dieses Auto richtig spannend. Ich glaube, das wird dann eine schöne Lautsprecherbox hinten im Auspuff versteckt sein oder wo auch immer. Und das wird dann ein symbolischer Auspuff, sage ich. Und da wird es einfach diesen Ferrari-Sound geben, wo dann jedes kleine Kind begeistert ist von dieser Sache. Und ich glaube, dass das werden wir nicht verzichten müssen. Aber wir werden für die Umwelt richtig Gutes machen. Und ich glaube, da macht diese Aktie richtig Spaß, auch in der Zukunft für unsere Investoren. Gut. Sind wir ja gespannt, was die nächsten Jahre dann passiert. Okay, das sind die drei Aktien, die also neu in unser BX-Musterportfolio reinkommen. Das bedeutet natürlich auch, dass drei Aktien aus dem Musterportfolio rausfliegen. Richtig. Und ich habe schon gesehen, welche Aktien es sind. Bleiben wir bei der ersten. Da sind wir auch noch im Luxusgüterbereich. Wir haben die Aktie ganz oft besprochen. Ja. Wen kickst du raus? Ich schmeiße leider raus Elfheim Marsch. Aber es gibt auch Gründe, warum. Mhm. Elfheim Marsch ist mein Name zu groß und zu träge geworden. Warum? Wir haben das verglichen mit Hermes, wo wir auch bei uns haben. Hermes hat einen Umsatzrendite, die ist über 40%. Elfheim Marsch ist bei 21%. Die logische Konsequenz, die Zukunftserwartungen des Betriebsergebnisses sind massiv tiefer bei Elfheim Marsch wie bei Hermes. Punkt Nummer zwei,
Elfa Masch hat mir in meinen Augen zu viele betriebsfremde Produkte oder Sektoren zugekauft. Ich denke da an Reisebüros, ich denke an Reisen, und das macht diese Aktie nicht mehr so spannend wie in der Vergangenheit, weil Elfa Masch war ja früher Lederwaren und Champagner, und dann hat er sich ein bisschen gehabt und sie haben mir in meinen Augen einfach sind sie zu weit geworden, zu breit geworden in dem, was sie machen. Das heißt, wir haben hier eine Schwächung der Kernkompetenzen und wir geben auf Sachen, die wir früher stark waren. Ich sage, Elfa Masch hat in meinen Augen hat die Diversifikation zu stark ausgeweitet, um hier nochmals Traction zu bekommen in der Zukunft. Und darum macht Elfa Masch, wenn man das vergleicht mit Hermes, keinen Sinn mehr in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Und darum haben wir diese Aktie rausgenommen. Okay. Vielen Dank für die Erklärung, lieber François. Dann haben wir auf der Rausschmeißerliste noch Linde. Ja, Linde habe ich ein tolles Unternehmen gefunden, muss ich ganz offen sagen. Aber die Marktführerschaft ist ins Wacken gekommen, da ist jetzt Air Liquide. Die Franzosen scheinen mir ein bisschen wiefer zu sein in Sachen Produktentwicklung. Linde ist okay, muss man nichts dagegen sagen, sie sind weltweite Nummer 1. Aber die Franzosen, die kommen langsam aber sicher nach vorne. Die französischen Ingenieure, wie man so schön sagt, machen gute Arbeit. Und was mir nicht so sympathisch gefunden ist bei Linde, dass Linde sich nach Amerika verabschiedet hat in Sachen Börsenplatz. Früher waren es noch in Deutschland. Ich finde es ein bisschen schwach für ein deutsches Unternehmen, dass ich einfach die Flucht mache nach Amerika. Und ich finde ganz offen gesagt, Linde, ein Gigant dieser Größenordnung, dass sich wegen ein paar Dollars sich von Deutschland verabschieden, finde ich nicht gut. Auch, ich sage es immer wieder, es ist wichtig für unsere Zuschauer, dass wir wissen, was bei dieser Firma passiert. Und dass wir nicht diese Währungsrisiken haben, die wir jetzt aufgebaut haben, mit Linde von Deutschland nach Amerika. Und das gefällt mir einfach nicht. Also, okay. Und darum finde ich, Linde war mal eine tolle Aktie, tolles Unternehmen, aber ich bin nicht mehr der Meinung, dass es in unser Musterportfolio reinpasst. Gut, dann Linde raus. Richtig. So, der dritte Titel, der rausfliegt, ist O'Reilly. Ja, also muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, was O'Reilly macht, und dann erkläre ich, warum die Aktie rauskommt. O'Reilly macht ja die Ersatzteile von Gebrauchtwaren. Das heißt, wenn du ein Auto hast und du hast ein Problem, dann gibt es ja zwei Varianten. Du gehst zu deinem normalen Autohändler und sagst, gib mir jetzt die neuesten Ersatzteile, oder B, also Ersatzteile, das sind Ersatzteile, wo neu sind, oder du nimmst Gebrauchtanteile von Sachen und tust sie dann rein in dein Auto machen. Jetzt müssen wir eine Sache sehen. Das Problem bei O'Reilly ist, dass die amerikanische Wirtschaft jetzt besser läuft wie in der Vergangenheit. Und das bedeutet, dass der amerikanische Normalbürger nicht mehr auf diese Billigvariante setzt, sondern sich eher wieder an die Originalteile hinwendet, weil er sagt, er möchte lieber ein bisschen ein paar Dollar zahlen für die Qualität und nicht mehr etwas, was schon irgendwo anders benutzt wurde. Das heißt konkret, wir haben hier nicht mehr diese Nachfragekurve, die wir gehabt haben in den Zeiten der Rezessionen vor 3 oder 4 Jahren bei O'Reilly. Und wir sehen natürlich, dass auch AutoZone, das ist ein anderer Konkurrent in diesem Sektor, richtig Tempo macht. Das heißt konkret, wir haben nicht mehr diesen Alleinstellungsmerkmal, das wir gehabt haben in der Vergangenheit bei O'Reilly. Und darum macht diese Aktie, nicht mehr so viel Sinn. Und der letzte Punkt, um dir das zu erklären, ist, dass O'Reilly von der Umsatzrendite zwischen 20% und 21% ist. Wenn du anschaust, Ferrari geht auf 29,56% drauf, oder auch eine Micron geht auf 33% im Jahre 2006. Und das heißt, wir haben hier einen neuen Schwung bei unserem neuen Titel, da wir davon ausgehen, dass wenn die Zinsen in Europa und in Amerika auf dem gleichen Niveau sind, dass diese Umsatzrendite viel wichtiger wird in der Zukunft, wo man investiert sein sollte oder nicht, weil dann diese Leverage, diese Schere, das ist nicht die David-Schere, dass die dann richtig spielt für unsere Aktionäre, weil dann der Buchwert der Aktie massiv ansteigen wird über die kommenden Jahre gegenüber einem Titel, der nicht diese Umsatzrendite zeigt, die wir erwarten können in der Zukunft. Vielen Dank für die Begründung der drei Aktien, die rausgehen, und vielen Dank auch für deine Ausführung der drei Aktien, die neu reinkommen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren beim BX Morning Call mit François Bloch. Und verpassen Sie keine Folge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal BXWissTV. Und wenn Sie detaillierte Informationen über das BX Musterportfolio haben möchten, dann schauen Sie vorbei auf bxplus.ch. Vielen Dank. Schöne Zeit.